Coming Out hat für positive Regenbogenwellen gesorgt. Auch ein wichtiger Mann für seine Mannschaft vom 7-Meter-Punkt. Leipzig in Weiß von rechts nach links hier mit Lukas Binder. Daneben Oskar Sünnefeld auf der halblinken Position, also mit dem ersten Ballbesitz. Das ist Maciej Gebala, auch mit einer Magdeburg-Vergangenheit, polnischer Kreisläufer. Klatscht nochmal ab bei Daniel Pettersson, Magdeburgs Außen. Und dann können wir uns mal anschauen, wie es losgeht mit Luka Witzke, Christiansson, Sünnefeld. Am Kreis wird schon gearbeitet. Und dann geht's über Lukas Binder, nee, über Lukas Cicala natürlich, zum 1:0 für den SCD AFK Leipzig. Gut heraus, gut zu Ende gespielt. Erster Treffer und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Herren in Grün diesen Beginn dieses Ostduells erstmal versuchen, ruhig anzugehen. Nicht volle Pulle wie zuletzt beim 35:35 gegen West Bremen in der Champions League. 70 Tore, alles mit Nachdruck in jeder Sekunde, ob Abwehr oder Angriff. Ja, das war der Tippfehler von Saugstrup. Unkonzentriertheit, Möglichkeit für Leipzig zu erhöhen. Sünnefeld klickt den ein. Keine Chance für Nikola Portner. Bessere Start für die Sachsen. Gisli Christiansson gestoppt im Spielaufbau, früh angenommen. Und hier sehen wir jetzt nochmal den Treffer von Oskar Sünnefeld. Schön in der Luft noch geschaut, wohin orientiert sich Portner. Und mit dem ersten Schritt nach links des Schweizer Torhüters geht's ab in den Nick. Philipp Weber. Ganz eng verbunden noch mit dem SCD AFK Leipzig. Auch wenn er in Schönebeck geboren ist, in Glinde die ersten Handballwürfe absolviert hat. Trotzdem die 5 Jahre in Leipzig haben geprägt. Hier trifft er zum ersten Tor für seine Mannschaft. Mit ein bisschen Glück. Schön gegen die Hand. Und Severas ist dann eigentlich ja da, aber eigentlich reicht halt nicht in der Handball-Bundesliga. Da Bennett Wiegert nach diesen 11.000 Kilometern sicher als Motivator gefragt. Üben und Ansagen ist sowieso nicht in der Zeit. Es wird nicht trainiert, es wird nur regeneriert. Sünnefeld. Marko Mamic jetzt im Spiel. Aber Leipzig macht das gut. Nico Christiansson mit dem dritten Tor. Severas im Duell und das zieht er gegen den Isländer. Omar Egli Magnusson. Eigentlich wirklich extrem sicher, der Linkshänder. Bessere Start für die Leipziger. Die letzten beiden Duelle gegen den SCM verloren. Aber im Mai letzten Jahres, da gab es hier so einen Überraschungsauftritt. Die Leipziger mit 34:33 gewonnen und da hat Bennett Wiegert seine Jungs auch nochmal dran erinnert. Hohes Tempo bei den Leipzigern beim Kreuzen Sünnefeld und Christiansson. Hier wieder verzögert. Super Anspiel, Maric. So,
das ist das Thema beim SCM. Die Bereitschaft dann sofort die schnelle Mitte zu nutzen nach dem Gegentor. Da sind die Leipziger noch nicht mal richtig zurück, da scheppert es schon. Zweites Tor für den SCM. Und das Missverständnis zwischen Christiansson und Cicala. Magnusson. Und das ist Luke Mertens. Eingebaute Sprungfeder im linken Bein. Siebenmal in der Champions League erfolgreich. Lukas Mertens. SCM auch in diesem Spiel ohne Matthias Musche. Weiterhin verletzt, nicht im Aufgebot. Mertens ist aber fit. Kann das tragen. Magdeburg verkürzt auf einen. Witzke. Magdeburg jetzt mit einer ganz offensiven Deckung. Saubstruck zieht sich dann zurück, aber den Wurf haben sie erzwungen. Und jetzt vielleicht mal beim nächsten Angriffsversuch darauf achten. Halb rechte Position bei den Leipzigern. Der beste Torschütze Viggo Kristiansson, der Isländer mit der 73, wird sehr, sehr früh schon gestört dort von Bestiak. Hier, dritter raus, trotzdem gut durchgespielt. Und Lukas Cicala. Schön verzögert, die Wurffinte in der Luft. SCDFK Leipzig ist voll im Spiel und wach. Hier geht der Konter. Lukas Binder. Boah, Nicolas Portner. Also der Typ, auch so ein Griff von Bennett Wiegert und der Magdeburger Scouting-Abteilung. Haben alle gedacht, wie soll das eigentlich weitergehen ohne Olympiasieger Yannick Rehn im Tor. Und dann holen sie diesen Nicolas Portner aus Chambéry. Der ist da französischer Meister geworden. Und hier, wie eng er das macht, ohne Rücksicht auf Nasenbeine, ganz nah dran an den Schützen. Hier hat er keine Chance, aber bei diesem frontalen Angriff, bei diesem Konter, Lukas Binder, er hat das Licht ausgeknipst. Hier, Nicolas Portner. Papa auch ein ganz berühmter jugoslawischer Nationalspieler, Weltmeister gewesen, Slatko Portner. 1986 fürs Feld hat das Talent beim Sohnemann da nicht gereicht, aber dafür ist er Weltklasse-Torhüter geworden. Jetzt in Diensten des SCM. Saugfrucht, Kreisläufer kommt raus. Kristiansson, und dann hat das optimal funktioniert, aber die Leipziger haben eben auch einen guten Keeper mitgebracht. Christian Severas, der Norweger. Außergewöhnlich trotzdem, muss man schon sagen, in dieser Startphase. Und das ist jetzt sicherlich auch ein Stück weit Sportreporter-Spekulation. Doch viele Fehlversuche beim SCM in dieser Startphase. Severas schon mit der dritten Parade. An zwei Bällen war er auch dran. Drei Tore für die Magdeburger. Möglicherweise fehlt ja noch so ein kleines Fitzelchen Konzentration. Christiansson. Nolukas hat nicht funktioniert. Und Leipzig nimmt das Tempo raus, wird jetzt Angriff, Abwehr wechseln. So, hier haben wir die erste Blessur. Das ist, schauen wir mal, bei Leipzig Maciej Gebala. Linke Wade beim Polen. Aber auch auf den Polen trifft zu. Wie auf viele Handballer, Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Das wird sicherlich weitergehen. Erste Verwarnung. Philipp Weber, kein Problem, gelbe Karte. Tut nicht weh. Cicala bricht ab. Witzke, Publikum kommt. Arm ist gehoben. Vier Bälle noch jetzt für die Leipziger. Sah kurz nach Offensivfall aus. Kristiansson kommt nicht klar gegen Portner.
Darmgard wechselt als Abwehrspezialist jetzt wirklich Zeitlupe rein. Hier sehen wir es nochmal. Christiansson gegen Portner. Dritte Parade vom Schweizer. Da haben wir viel Trikot dabei. Verwarnung für Mika Laurin Sajenev, der Mann, der da im Mittelblock steht, groß gewachsen mit der schwarzen Ellbogenmanschette, 19 Jahre, 2,3 Meter groß. Hier Tempo-Nachteile gegen Philipp Weber, aber dann zumindest noch festgemacht und den 7 Meter verhindert, weil das alles vor dieser 6 Meter, vor diesem Halbkreis passierte. Schöne Einstellung jetzt mal zu sehen, wann das Tempo da aufgenommen wird. Christiansson. Leipzig macht's gut in der Deckung. Hier die drei Isländer, die beiden Isländer. Hier Christiansson, Saugstrup und hier rechts Magnusson. Und da ist die Lücke. Oh! Passiert ihm nicht so häufig. Gisli Christiansson. Viel mehr kann man nicht richtig machen. Wird gern mal zuhören jetzt. Aber es wird darum gehen, für den SCM, um hier nicht wirklich in Bedrängnis zu kommen. Trotz der höheren individuellen Qualität und dieser Erfolgsserie, die Konzentration irgendwie, ja, hochhalten ist vielleicht falsch formuliert, erstmal zu finden. Leipzig macht es wirklich gut. In der Abwehr flink unterwegs. Offensiv finden sie die Lücken, verteilen das auch auf viele Schultern. Hier links der lange Schlags mit der 27. Oskar Sünnefeld zu Beginn mit 2-3 Akzenten. So kann das gehen für den SCDFK Leipzig, der ja erst ein Spiel gewonnen hat in dieser Saison. Ist alles und allen klar, dass das enttäuschend ist. Man wollte eigentlich den Next Step machen, den nächsten Schritt gehen in Richtung europäisches Geschäft. Jetzt rennt man der Musik hinterher. Und hier gibt es den Freiwurf für den SCM, der jetzt auf ein Gegentor verkürzen kann. So, O'Sullivan trollt sich wieder zurück in die Abwehr. Das machen sie wirklich ganz, ganz konsequent. Die Magdeburger, um die Kräfte zu schonen, um die Verantwortung und die Last zu verteilen. Das ist ein konsequenter Angriff von Gisli Christiansson. Anders kann man das nicht bezeichnen. Räumt da den Gegenspieler noch mit ab, aber es ist dann nicht das Offensivfoul. Einwurf Leipzig hinten aus der Ecke. So, ignoriert da eigentlich tatsächlich sein Landsmann Vigo Christiansson das Duell der beiden Christianssöhne. Übrigens beides Isländer. Natürlich, sehr wahrscheinlich gibt es da auch Verwandtschaftsgrade. Der Christian war fleißig auf dem Eiland. Aber es ist nicht direkt tatsächlich die gleiche Familie. Kein Cousin, kein Bruder. Gleicher Name. So, das ist halt dann die große Qualität. Ohne den Abwehrangriffwechsel Christian O'Sullivan vorher noch im Vorlauf bei uns im O-Ton zu sehen und zu hören. Bleibt dann halt mal drauf für den ersten Angriff. Anderes Bild für die Verteidigung. Mit Tempo unterwegs. Der Norweger mit britischem Namen. Leicht aus. Alles wieder gut für Bennett Wiegert. So, jetzt kommt so die Phase, die wir bei den Leipzigern in der Saison noch häufig beobachtet haben. Bisschen hektischer dann im Angriff, bisschen unpräziser. Ein paar mehr Ballverluste. Und die Probleme wachsen. Zuletzt ja die Niederlage gegen die Füchse aus Berlin. Am vergangenen Wochenende, an dem Magdeburg Weltpokalsieger wurde. Oder Club-Weltmeister, so muss man es richtig nennen.
ordentlichen Spiel gegen die Füchse aus Berlin, aber die sind natürlich auch das oberste Regal in der Handball-Bundesliga. Ah, super Überzieher von Philipp Weber, akkurat gemacht, Riesentempo, aber der Severes, der kennt den Weber eben. Und hier mal ja, eine leichte Möglichkeit für Lukas Binder. Bester liegen. Und das sind die Chancen. Ja, ja. Ärgert er sich die Leipziger Legende den ganzen Weg mitgemacht. Die Leipziger jetzt ja mit ihrem 15. Jubiläum Binder in der vierten Liga schon mit dabei. Hier mit der Möglichkeit, die erneute Führung zu erzielen. Lassen beide ein bisschen was liegen im Angriff. Das ist ein Spiel, aber Pettersson bleibt stehen. Saugstrup gewinnt da fast noch den Ringkampf. Kräftig, kräftig von Luka Witzke gegen Magnus Saugstrup. Den musst du da erstmal so halten. Hier sehen wir es mal. Boah. Ja, es ist jetzt nicht zwingend Handball, aber Witzke kommt mit der gelben Karte davon. Wenig Tore. 5:5. Viertelstunde rum. Magdeburg führt. Erste Führung nach 15 Minuten. Gisli Christiansson. So, und neben sehr sinnvollen Regeländerungen auch noch eine praktische, eine schöne im Hintergrund. Die Sirene war deutlich zu hören. Die hat an die Haber gedrückt und jetzt sind wir bereit. Zwei Auszeit. Wechsel. Schimmel kommt und Matej kommt. Ich möchte, dass wir im Angriff wieder schön zu Struktur finden. Wir haben nur zwei, drei Bälle, die wechseln. Wenn du acht spielst, ja, dann auch mit der Situation hier Ball dorthin, weil sie ständig das machen, okay? Aber viel wichtiger ist nochmal, Jugo jetzt normal, Jugo weg. Für Matej. Matej gegen Saugstrup, okay? Ich möchte, dass ein Wechsel passiert. Du oder du bringt mir Simon rein. Im Rückzug gehst du innen rechts. Danach decken wir du und du auf innen rechts und du auf innen links. Männer, nur Rückzug organisieren und vorne die Bälle reinschmeißen. Wenn das nicht funktioniert, Jugo links, dann spielen wir Jugo links mit dem langen Kreuz auf Osalle, mit Doppelkreuz. Du, Mika, gehst auf die andere Seite weg. Gut. Okay? Hey, komm, Männer, weiter. Komm, Männer, weiter. Mach's gut, Männer, weiter. So, das gucken wir uns dann jetzt mal an, was denn sich an diesem Spieltag hinter Jugo und Jugo links wohl verbirgt. Erster Angriff, erste Option über den Kreis, Matej Geballer. Haben wir gesehen, Wade ist fixiert worden, ist sozusagen das First Target, das erste Ziel für den Abschluss im 1 gegen 1 dann gegen Saugstrup. Wenn der Ball denn ankommt, Plan B von Luka Witzke, Leipzigs Nationalspieler noch mit reingerufen. Das 1 gegen 1 auf der halbrechten Deckungsposition zu kreieren. Da, wo jetzt der große lange Mann mit der 38 hinläuft. Schauen wir uns mal an. Eschek erstmal wieder vorn auf der Deckungsspitze. Schön gespielt von den Leipzigern. Und jetzt setzt sich dann Binder auch durch. Sechs beide. Wir haben ein spannendes Derby. Mehr kann man nicht erwarten. Schön mit der Unterhand weitergeleitet, Luka Witzke. Und dann hat Lukas Binder wirklich mal die Zeit, da reinzufliegen, zu schauen, zu warten, bis sich Fortner bewegt, sich entscheidet und was anbietet.
über die Position getauscht, Christiansen und Weber. Weber jetzt zentral. Das ist halt auch so ein Step, so ein großer Schritt, den er gemacht hat. Philipp Weber mittlerweile auch im Verdienst von Bennett Wiegert, geht er wirklich dahin, wo es richtig knirscht. Und den Freiwurf wird jetzt geblockt vom 2-Meter-3-Mann von Mika Laurin-Sajenev. Hier. Ball bleibt bei Grün. Keine Zeit mehr. Hüftwurf verdeckt. Gießli Christiansson. Also diese individuelle Klasse im Abschluss. Und beide, die beiden, mit denen er sich immer wieder bespricht, Philipp Weber und Gießli Christiansson, zu leichtfüßig. Und das ist halt abgezockt. Den kann Severas erstmal nicht sehen, weil der durch drei Abwehrspieler durchgeht. Sah nach einem technischen Fehler aus. Abschluss dann auch nicht präzise genug von Cimi Ivic. Salamin halb links. Und hier ist er dann am Ball. Ivic greift da in den Arm. Die Zuschauer hätten ganz gerne den 7 Meter, weil der Kroate. Und du sahst für mich ehrlich auch aus. Relativ weit im Kreis schon stand, aber. Nee, alles gut. Kann man so machen. Freiwurf geht in Ordnung. Schiedsrichter machen das gut. Mischen sich da auch nicht zu sehr ein. Christiansson. Langsamer Beginn. Weber, Christiansson. Magnusson. Weber. Jetzt geht das los. Tja. Es ist das Tempo. Es ist dieser, ja, wie sagt man, dieses schnelle Loslassen. Quick Release würde man es im Englischen sagen. Da lässt sich ja manches im Sport leichter ausdrücken. Aber dass der Ball so schnell die Hand verlässt, der Abschluss, die Abschlussgeschwindigkeit. Auch der Absprung. Gießli Christiansson. Ist dann da halt nicht zu verteidigen. Wenn Leipzig da hinten auf dem sechsten Meter stehen bleibt, müssen sie eher raus. Sonst wird es eng. Zwei Tore Führung für Magdeburg. Super Anspiel. Marino Maric kam aus Melsungen, der Kroate. Immer mit einer guten Quote vom Kreis. Hier ist er. Kroatische Koproduktion. Bodenpass von Ivic auf Maric. Eigentlich ein schönes System, viel und hohes Tempo bei Philipp Weber. Aber beim Passen wurde Oma Ingi Magnusson hier gefoult. Deswegen bleibt der Ball bei Grün. Jetzt auf halb links, hier jetzt zentral im Bild, am Trikot zupfend. Komme ich gleich nochmal zu, der Mann mit der 13, Matti Klima, Neuzugang, aber erstmal das nächste Tor. Magnus Saugstrup für den SCM, der sich jetzt komplett gefunden hat. Die Angriffe sehr zielstrebig, schnell ausführt, ohne extrem viel Pässe zu verbraten. Das Tempo anzieht. Kleine Debatte. Aber alles wieder in bester Ordnung. Simon Ernst jetzt für die Leipziger auf der rechten Position. Ivic hier im Spielaufbau. Frische Kräfte für Leipzig. Ja, das ist ein Risikopass. Das wusste der Hausmeister, dass der gespielt wird. Und das ist
die erste 3-Tore-Führung. Marco Beschiak, der, und das meine ich wirklich im allerliebsten Sinne, der alte Mann aus Slowenien, der 36-Jährige hier. Also der war schon durchgefunkt. Und dann hebt die keiner mehr auf. Ups. Schikala kommt mal rausgelaufen. Ernst. Schönes Tempo. Kein Platz da. Das ist mal Klima. Da bricht den Sprungwurf ab und jetzt gibt es die 2 Minuten. Saugstrup hat da vielleicht unten ein bisschen zu viel gearbeitet. Der ist gar nicht Saugstrup, der bekommt nur die Erklärung. Oma Ingli Magnusson muss gehen. Wir kontrollieren. Ja, hält da Maric am Trikot. Aber dafür 2 Minuten zu geben. Harte Entscheidung. Überzahl für Leipzig. Erste Zeitstrafe in diesem Spiel. Und dann so ein Angriff. Christiansson mit dem Pass in die 6. Etage auf Lukas Schikala. Ja, da kann er springen, wie er möchte. Nico Christiansson, eigentlich der verlässlichste Leipziger in dieser Saison bisher. Heute läuft es noch nicht für ihn. So, Smits jetzt hier vorne, der Niederländer auf der halbrechten Position. Also das merkt man jetzt, ne? Die Magdeburger haben schon Alternativen im Kader, die allesamt gerade auslaufen können. Gerade was den Rückraum betrifft, da sind jetzt keine 2 Meter großen Distanzschützen dabei, aber viel Tempo, viel Körperlichkeit, Robustheit und eben dieses Tempo. Ja, Philipp Weber schludert so ein bisschen rum mit den Chancen. Der zweite Freie, den er sich selbst organisiert und dann verschießt. Severas mit der nächsten Parade. Und das war eigentlich wirklich mal humorlos von Simon Ernst gemacht, aber schwer zu erkennen, warum das jetzt unterbrochen wird. André Haber hat schon recht. Pfiff kam mitten rein in den Wurf. Ja, und die leisen Stimmen, die wir jetzt von ganz weit entfernt hören, das sind die 150 Leipziger Fans, die mitgekommen sind. Das Team ist 12.30 Uhr. An der Arena Leipzig mit einem Bus losgefahren. 3 Fanbusse sind dann hinterher getourt. Auf der A14 ist ja alles nicht so weit. Und dauert normalerweise auch nicht lang, wenn mal keine Baustelle ist. Normalerweise heißt es ja, den Tag nicht vor der A14 loben. Heute wird der Rückweg einigermaßen funktionieren. Jetzt können wir nur noch irgendwie, ja, genau, erahnen, was das Problem war. Aber das muss ein Wechselfehler gewesen sein bei den Magdeburgern, die dann trotz der Unterzahl ein Spieler zu viel auf dem Feld hatten. Und das wird dann mit einer 2. Zeitstrafe geahndet. Das ist ja vorhin schon gesagt, es ist ein super faires Spiel dafür, dass es ein Derby ist. Und die beiden Schiedsrichter, Markus Hurst und Mirko Krag, haben hier trotzdem viel zu tun. Eine Zeitstrafe erstens. Jetzt kommt die 2. dazu. Marco Beschiak verwarnt. Also, Spielstand bleibt. Tor war zurückgepfiffen. Und jetzt können wir vielleicht mal schauen, was der Beschiak da betrieben hat. Hat er gar nichts gemacht. Gut, egal. Also, 6 Feldspieler bei den Leipzigern gegen 4 bei den Magdeburgern. Es muss ein Tor werden. Ja, es wird ein Tor über Lukas Bittner und trotzdem lässt sich Leipzig durch 4 Deckungsspieler nach außen zwingen. Lukas Bittner, 2. Treffer. Erste Unterzahl endet gleich. Dann sind es noch 1,5 für den SCM, der jetzt nur noch mit 2 führt. Saugstrup kommt zurück an den Kreis.
Smits. Christiansson wieder kompromisslos. Das ist ein Wahnsinn. Das war auch gegen West Bremen so. Das war auch gegen Barcelona so. Das ist auch heute so. Keine Rücksicht auf Verluste. Immer rein in die Gegenspieler, bis es raucht und knirscht an allen Ecken. Intensität ist eines der Lieblingsworte von Bennett Wiegert. Weber. Ja. Gut gestoppt. Von Simon Ernst. So häufig beim Handball dabei sind. Magdeburg hat aufgestockt, den Torhüter rausgenommen, einen weiteren Feldspieler aufgrund der Zeitstrafe auf die Platte gestellt. Deswegen steht dort unten links leeres Tor. Und Bennett Wiegert auch mittlerweile mit so einem sehr schlauen Uhrenmanagement lässt zwei Angriffe spielen, nimmt Zeit von der Uhr und geht jetzt in die technische Auszeit. Wir hören mal. Wir haben drei Pässe. Kai kriegt den Ball nicht, okay? Wir gehen jetzt folgendermaßen. Du spielst mit Kai, den Kämpfer, Nummer 31 hier, weiß das nicht, okay? Das heißt, der Ball geht zu Gizzy. Ja? Ja? Das ist der erste Pass. Ja? Dann muss der Ball direkt zu ihm, gerne auch als Kämpfer. Ja? Kämpfer und dann andere Seite, Kämpfer, machen wir Tor. Okay. So, erste große Enttäuschung für Kai Smits. Der kriegt nämlich den Ball schon mal nicht. Großartig diese Einblicke in diese Auszeiten. Und wenn es dann wirklich der spektakuläre Kämpfer wird, drei Bälle sind noch zu vergeben bei angezeigtem Zeitspiel, dann soll es über die Außenposition gehen. Und damit überrascht werden soll der Leipziger Tim Mattis, der noch nicht weiß, was da auf ihn zukommen könnte. Der 31er. Mal schauen, ob hier gleich ein Ball und ein Spieler durch die Luft fliegen. Da ist der Kämpfer und da ist der Doppelkämpfer. Und Magdeburg macht ein wunderschönes Tor. Aber am Ende hat Smits den Ball ja doch bekommen. Und er macht den Treffer. Drei Tore Führung. Dabei sollte Kai den Ball noch nicht bekommen, aber wahrscheinlich nur nicht den ersten. Und noch ein abgefangenes Ding. Ja, Magdeburg bringt schon so viel mit in dieser Saison hier. Mertens macht das gut. Da kann Severas Hologramm spielen und von Pfosten zu Pfosten rauschen. Es hilft nichts. Sie haben das Spielbuch voller Ideen. Sie haben das Personal dafür. Und auch wenn es am Ende einer solchen Woche ein bisschen wehtut, Augsburg mit dem nächsten Tor. Wenn Sie das Pedal durchtreten müssen, dann machen Sie es einfach. Soweit hat er sie gebracht, schon in der letzten Saison. Dieser Bennett Wiegert mit seinem Co-Trainer, mit Yves Grafenhorst, mit der gesamten Abteilung da beim SCM. Und wir wollen auch nicht vergessen, dass sie eine Top-Mannschaft haben, die gutes Geld verdienen, Vollprofis sind, sich auf ihr Geschäft konzentrieren. Jede Position doppelt besetzt, ist momentan natürlich nicht jede. Ich habe es vorhin gesagt, Matze Musche fällt noch aus, auf links außen, aber das läuft schon. Sünnefeld meldet sich mal wieder zurück. Leipzig bleibt im Spiel, ist jetzt auch wichtig, vor der Halbzeit den Rückstand noch ein bisschen zusammenzuschmelzen. Fehlen noch so ein paar Kilo Muskeln bei Oskar Sünnefeld. Technisch hat er viel drauf, gutes Handgelenk, die Körpergröße sowieso. Ab und zu wird er noch zu leicht zur Seite gestellt, aber der ist ja auch noch jung. Mit seinen 24 ist er kein alter Schwede. Und wieder Christiansson, wieder rein da, immer rein ins Getümmel. Hier sitzt Matze Musche, wie auf Bestellung. Der blondere der beiden Bartträger.
Christiansen. Smits kommt rein. Stemmwurf, Philipp Weber. Gegen Simi Ivic und gegen Christian Severas. Zweites Tor von Philipp Weber, 50% die Ausbeute von ihm, weil er die zwei Freien, die er sich organisiert hat, verlegt hat. Die beiden, bei denen es weh tat, hat er gemacht. Hier, Philipp Weber. Vorhin schon mal kurz erwähnt, in Schönebeck zur Welt gekommen. SCM-Trikot, Handballspielen gelernt. Viele Jahre in Leipzig, ein Intermezzo-Jahr in Wetzlar. Das ist mal eine Möglichkeit, Mike Jensen kennenzulernen. Der Mann, der aussieht wie ein böser Tiersteher hier in der schwarz-roten Kluft. Der zweite Keeper des SC Magdeburg. Portner bekommt mal eine Pause. Und der 2,3 Meter große, sympathische Mike Jensen aus Balingen haben sie ihn geholt. Bekommt noch ein paar Minuten in dieser ersten Halbzeit. Ja, André Haber. Lief lange Zeit gut. Bis zum 5:5, dann die erste Führung für die Magdeburger. Seitdem führt der SCM. Jensen dran, aber Sünnefeld erfolgreich. Es ist ein, also ich, nicht, dass ich jetzt sprachlos bin, es ist einfach so irrsinnig zu sehen, dass dieser 1,93 große Isländer Gísli Kristjánsson immer wieder dahin geht, wo es weh tut. Und immer wieder erfolgreich ist. Die Bälle einfach reinpresst. Und wenn Leipzig da im Laufe der zweiten Halbzeit nicht anfängt, diesen schnellen Isländer, dem Schmerz halt egal ist, deutlich eher anzunehmen bei 10 Metern, dann werden sie diese Würfe nicht in den Griff bekommen. Cicala versucht es optimistisch. Magdeburg kann jetzt davonziehen, kurz vor der Sirene. Letzte Minute läuft. Kai Smits. Sullivan, Fußabwehr. Simi Ivic, keiner kommt mit. Letzter Angriff dieser ersten Halbzeit für Leipzig. Nochmal Luft holen, Plan nehmen und das Tor machen. Hier, Hand im Gesicht, Tor trotzdem erzielt. So. Also Leipzig, halbe Minute noch, eine gute. Luka Witzke, Marino Maric, Oskar Sünnefeld, Jimmy Ivic, Lukas Cicala. Lukas Binder links außen. Bennett Wiegert hätte gerne, dass das Ding jetzt hier verteidigt wird, damit er mit 4 plus in die Kabine geht. Muss nochmal gewischt werden. Mal sehen, was Leipzig jetzt vorhat. Witzke. Die Zeit ist nicht mehr. 20 Sekunden. Jimmy Ivic. Witzke. Sinnefeld wieder Witzke. Ja, der versucht das mal. Und jetzt kann er das Tempo mal mitnehmen. Gut gesperrt, gut geblockt von Maric da in der Mitte. Und es bleiben noch ein paar Sekunden. Beschiak. Das war's. Das war die erste Halbzeit. 14:11. Der SCM hat sich reingefriert. Sich so ein bisschen ins Hintertreffen haben kommen lassen. 2 Ballverluste und 7 technische Fehler. Wenn sie daran jetzt schrauben, konzentriert bleiben und dann vielleicht tatsächlich der Faktor Kraft noch mit dazukommt. Nochmal daran erinnern an diesen riesengroßen Ritt durch Europa. Die 11.000 Kilometer innerhalb von 9 Tagen. Für den SCM, dann wird das hier vielleicht eine ganz knusprige Veranstaltung. Kristjánsson. Darmgard jetzt Aufbau Mitte bei den Magdeburgern. Dene hier mit der 34. Ja, und das ist dann eigentlich richtig schön ausgewackelt in der Situation von Omar Ingli Magnusson. Aber der kommt heute noch nicht so richtig zurecht. Beste Magdeburger Torschütze. Super aufgepasst in der Abwehr. Aber dann mit zu hohem Risiko den Konter gespielt. Ja, kann er nicht verknusen, Bennett Wiegert, solche Chancen liegen zu lassen. Carsten Günther, letzten beiden Tage noch in den Bergen. Kurzurlaub gemacht. Heute bin ich zum Spiel da. Ivic, Witzke, Sünnefeld am Kreis Maric. Kein
Platz für Ivic. Ja, das ist noch, könnte ein Offensivfoul sein, so muss man es richtig sagen. Bisschen Glück für Sinnefeld gegen Tim Hornke hier. Wer noch nicht ganz in der Position stand. Arm ist gehoben. Und wie gesagt, sie haben nicht nur diesen Nikola Portner, sondern auch Mike Jensen. Sich da in der Vorbereitung wirklich ins Herz von Bennett Wiegert gehalten. So, Sullivan wieder aus, Christiansen wieder rein und hier nochmal die Fußparade. Ist aber auch kein wirklich guter Abschluss. Nicht präzise genug, nicht hart genug. Keine Absicht von Sinnefeld. Hier gegen Magnusson. Darmgard. Laufstrom. Tor. Ganz einfacher Handball. Drei Personen sind beteiligt. Luka Witzke. Für Leipzig. Hier nochmal schön das Anspiel von Gisli Christiansson. So, das ist eben auch, ich habe das ja vorhin schon mal angesprochen, die Tiefe dieser Bank. Darmgard mit seinen ersten Minuten, 32 Jahre mittlerweile alt, Olympiasieger, hier am Ball, hier ist die Lücke, da ist das Tor. Es greift eins ins andere. Sinnefeld, aber Leipzig macht das jetzt auch gut, gibt den Magdeburgern keine Zeit, den eigenen Treffer noch so ein bisschen abzufeiern oder in der Abwehr mal wirklich fest zu stehen, Fuß zu fassen. Parade von Severas mit ein bisschen Glück. Vom Pfosten an den Rücken. Ja, an den Oberschenkel. Und dann vorbei am Tor. Ja, hier ist Jensen zwar dran, aber es reicht, wieder auf 3 zu verkürzen. So kann Leipzig jetzt hier auch nochmal einen abknabbern. Ein weiteren. Das war das Problem am Sonntag gegen Berlin. Da blieb es dann immer dabei, dass man nicht mal wirklich rankam. Schön weitergeleitet von Maric. Mit einem kurzen Impuls. Dieser Touchpass auf Ivic. Aber Jensen hat auch Bock im Tor heute. Und jetzt sind es wieder 4. Oma Ingli, Magnusson, Witzke, Sive Ivic. Das ist im Vergleich zum Beginn der ersten Halbzeit, wo er wenig Tore hatten, wird jetzt größtenteils die Defensive ignoriert. Hohes Tempo bei beiden. Ich muss gleich mal nachschauen. Schaut's noch wieder. Und da gibt es noch die 2 Minuten hinterher. Treffer zuvor von den Magdeburgern, der tatsächlich erste für Magnusson. Und jetzt sind es 5 Tore Abstand und die Zeitstrafe gegen den SCDFK Leipzig. Zum Schluss nochmal der Trikottest von Oskar Sinnefeld. Und das ist jetzt eine Phase, in der Leipzig aufpassen muss, dass die Hoffnung von Carsten Günther vor 6 Minuten in der Halbzeitpause noch am Mikro von Sabrina Barbowski geschildert, dass die Hoffnung nicht sofort eingehen und das Ding hier frühzeitig entschieden ist. Zeitstrafe, Unterzahl, 5 Rückstand. Ivic mit der Antwort.
Graz zum Beispiel. Das ist einfach schick, was sie da treiben. Und dann fällt es eben auch leicht am Ende für Lukas Meister, dem Schweizer Kreisläufer. So, das ist Papa Wiegert. Auch eine Legende des Clubs. Ingolf Wiegert eigentlich immer mit dabei bei den Heimspielen. Der Tor ist frei. Ball ist drin. Lukas Mertens und die Halle ist natürlich jetzt auch da. Es steht noch keiner auf. Dafür ist so eine 5-Tore-Führung in Leipzig angesichts der aktuellen Kräfteverhältnisse nicht außergewöhnlich genug. Leipzig kann auffüllen. Zeitstrafe beendet und es gibt direkt die Auszeit. Ja, und André Haber muss jetzt seine Jungs noch mal zusammenholen. 7 Minuten gespielt, zweite Halbzeit. Männer, weiter, Kopf hoch. Das war jetzt nur Unterzahl. Wir waren auf 3 dran und hatten die Chance auf 2. Wir sind noch voll im Spiel. Bleibt hinten hart, helft euch hinten gut. Jetzt im Angriff. Jugo, Oskar, du bist wieder da. Jugo, Doppelgeschichte, okay? Das heißt, dahin weg und hier angreifen. Hier. Und du drückst den ein bisschen ein. Schimmel, du guckst, ob du kannst. Wenn O'Sullivan das macht, dann kommt Luca nochmal. Und dann will ich, dass du O'Sullivan hier ein bisschen wegräumst. Du musst ja frei wieder. Breit. Ja. Und du guckst, ob du schießen kannst, okay? Danach nochmal ein 6 laufen und du guckst drüben nochmal, ob du gegen die Hand gehen kannst, okay? Männer, dran glauben, Abwehr, Vollgas. Hey, Männer, von Halbposition bei weg zurück noch ein bisschen mehr rein, bitte. Hoi. So, letzten Worte noch von Simon Ernst, der da den Mittelblock noch ein bisschen organisiert. André Haber, 36 Jahre ist er alt. Seit 4 Jahren ist er hauptverantwortlicher Übungsleiter beim SCDFK Leipzig. Der Start, das kann ja keinen verwundern, bei 2 Remis und 1 Sieg nicht geglückt. Gibt natürlich auch immer mal so ein paar Debatten. Hat das im Griff? Leipzig hat einen guten Kader zusammen, einen Top 7, Top 8 Kader, allemal die Ziele eigentlich eher in Richtung Top 5, Top 6. Aber es ist eben nicht leicht in dieser Handball-Bundesliga. Jedes Spiel ist eine Riesenherausforderung. Und Leipzig hat was aufzuholen. André Haber eben genauso. Und ein Auswärtsspiel beim deutschen Meister und Weltpokalsieger als Grundlage zu nehmen, irgendwelche Endspielfantasien zu formulieren, das ist natürlich grober Unfug. Aber sie schauen natürlich genau hin in Leipzig, in der Geschäftsstelle um Carsten Günther, ist doch klar. André Haber aber eben auch ein Mann des Vereins, im Club groß geworden, dann die Junioren des DHB trainiert, die Bronzemedaille geholt 2018 bei der Europameisterschaft. Der Arm oben, Ivic. Und dann wieder der Versuch, Marino Maric anzuspielen. Ja, das ist so easy. Marco Beschiak. Knäckebrot trocken. Es sind 6. Maric wühlt da am Kreis für Leipzig. Witzke versucht da Platz zu machen für den Shooter. Wurf sah erstmal einigermaßen frei aus von Oskar Sinnefeld, war er aber nicht. Die Hände waren oben. Deswegen muss er den auch so weit mit so viel Risiko Richtung rechter Außenpfosten werfen und dann geht er eben vorbei. Ja, sie sind hellwach und das ist eben auch nochmal der Unterschied dann zwischen diesen beiden Mannschaften. Aber damit will ich den Leipzigern nichts Böses.
Da gibt es mindestens zwei Drittel aller Mannschaften in der Handball-Bundesliga, die momentan nichts damit anfangen kann, wie Magdeburg spielt, wie Magdeburg verteidigt, was sie für Systeme laufen. Dass der Hornke da auf einmal von rechts außen reinläuft und auf der Kreisläuferposition steht und dann der Bodenpass gespielt wird. Das sind alles Ideen, aber die kommen auch nicht nur von Bennett Wiegert, die kommen auch aus der Mannschaft. Die sind spielerisch im Sinne des im Sinne der Sportphilosophie des Homo Ludens, also des spielenden Menschen, alle dazu in der Lage, sich Ideen auszudenken, kreativ zu werden, miteinander zu zocken, wenn man so will. Und das war so eine Situation. Und hier ist es eben ein System mit einem Abschluss aus fast 10 Metern von Oskar Sünnefeld. Und das hat der SCM, wie wir hier sehen, im Laufe dieser zweiten Halbzeit komplett dechiffriert, was Leipzig da spielt. Beschiak und Christiansson, Marco Beschiak darf gehen und Michael Darmgard darf kommen und André Haber hat Aufgaben zu lösen. Magnusson wieder, ja, diesmal passt es nicht auf Lukas Meister und der hatte den Boden dann auch schon berührt, als er den Ball im Kreis berührt hat und damit Abwurf Leipzig. Ja, und jetzt wollen sie es zwingen. Zuvor Sünnefeld, jetzt Witzke. Das ist eigentlich genau das, was Leipzig nicht braucht. Wenn dann als Team, aber es kann jetzt hier nicht jeder einzeln zum Retter werden. Das wird nicht funktionieren, nicht gegen den deutschen Meister. Aber es scheint mir jetzt tatsächlich, wir sehen das dann sicherlich gleich nochmal, wenn wir das Tor von Hornke nochmal gebührend angeschaut haben. Also Bennett Wiegert stresst da wirklich, weil er den Freiwurf nicht sieht. Aber ich glaube, der geht in Ordnung. Den kann man so sehen. Ja, Carsten Winter. Nächster Gegner der Leipziger, die Rhein-Neckar-Löwen im Pokal. Auch nicht lustig in dieser Saison. Die haben sich auch komplett berappelt. Es ist zu leicht. Jimmy Ivic auf der halbrechten Position nicht nur glücklos. Abschlüsse sind nicht gut. Meister erhöht auf 8. Es wird langsam Knirsch für den SC DHFK Leipzig. Das ist kein. Der fängt den ja zwischen Ellbogen und Oberschenkel. Mike Jensen und. Leipzig muss aufpassen, dass sie jetzt hier nicht erstens selbst auseinanderfallen und es zweitens geschehen lassen in dieser Halle, die jetzt natürlich auch schon anfangen, ihren Weltpokalsieger zu feiern. Wir hören mal rein, jetzt gibt es die Ansage. Hier geht es nur um die letzten 19 Minuten, nur um uns. Du auf der Mitte, du halt, Nico halt, okay? Wir gehen, versuchen du oder du wechselst gegen Simon. Simon, Tempo übers Zentrum, okay? Jetzt, vor dem Angriff, Isolation für Mathe. Gern nochmal für Vico, gern nochmal mit einer Dänemark, einer Jugo 2. Gern mal andere Seite doppelt. Weg zurück selber mal, okay? Wenn er aber Kopf oben und nur 19 Minuten, nur für uns, nur für uns! Tja. Ob die Systemangaben die Kartografie für die Angriffe wirklich hilfreich sind. Ich glaube, die Kerninformationen hat er am Anfang und am Ende noch mal auf den Punkt gebracht. Jetzt geht es wirklich darum, hier nicht komplett einzugehen. Auch für ihn den Neuzugang aus Berlin. Tim Mattes mit André Haber bei den Junioren als Kapitän, denke ich sogar, bei dieser Europameisterschaft damals die Bronzemedaille geholt. Jetzt mal auf Linksaußen für Lukas Binder. Technischer Fehler. Zu viel Harz am Ball. Nächster Konter läuft. Ja, das ist ein Offensivfoul. Vielleicht kriegen wir eine Zeitlupe. Vigo Christiansson, da kann man dann mal sehen, wie man auch clever so ein 1:1 oder so eine 1-gegen-1 Situation verteidigen kann. Hätte nichts anderes im Sinn, als diesen Pfiff zu bekommen. Boah, der Ball tippt aber wirklich gar nicht mehr auf. Der tippt ohne Ende. Ja, ja, und jetzt ist der Boden da auch verunreinigt. Deswegen gibt es jetzt hier mal die Pause. Und wir sehen hier den technischen Fehler vom Neuzugang von Mathieu Klima. Und zack, da steht er.
Viggo Kristiansson und wartet nur, bis er abhebt, in den Sprungwurf geht, Tim Hornke, und dann kann er sich halt nicht mehr korrigieren in der Luft. Und dann fliegt man dahin, wo man hinfliegt. Der Kurs ist gesetzt mit Verlassen des Bodens, deswegen korrekter Pfiff und eine super Abwehr vom Leipziger. Bennett Wiegert immer noch on fire. Nach so einer Woche. Champions League unentschieden in Westbremen. Er kämpft. Club-WM gewonnen. Mit 8 vor. Und er ist trotzdem angezündet da draußen. So, Luka Witzke. Sie sind immer wieder da. Beschek mit all seiner Erfahrung antizipiert diesen Pass. Aber auch Leipzig arbeitet nach hinten. Und der Mattes holt die Kugel. Hier, der Balldieb. Zweiter Torhüter der Leipziger hat ein gutes Spiel gemacht gegen die Berliner. Mohamed El Tayya, der Pharao aus Ägypten. Mo, der Spitzname. Was ist noch drin für die Leipziger? Gesicht warm, das muss auf jeden Fall drin sein. Klima auf Kristiansson. Kemper geht schief. Abgewehrt von O'Sullivan. Beschiak, Traumpass. SCM rollt. Und rollt. Und überrollt die Leipziger. Lukas Mertens. Aber dieser Ball aus dem Handgelenk. Lass es bitte einfach sein. Das würde das ganze schöne Handballfest kaputt machen. Dankeschön. Bitte keine Trillerpfeifen benutzen, außer die zwei Herren in Blau. Ihr dürft weitermachen. Leinsprecher Stefan Michmel musste da mal eingreifen. Vielleicht haben Sie es gehört über die Außenmikrofone. Ein paar Fans haben Pfeifen mitgebracht. Und deren Einsatz ist natürlich verwirrend für die Spieler. Lukas Mertens mit der Chance auf den 4. Treffer. 10 Tore Vorsprung für den SC Magdeburg in diesem 15. Ostduell in der Handball-Bundesliga. Insgesamt sind es 16. Es gab schon mal eins im Pokal. Es war selten so deutlich. Und dabei war doch eigentlich die Frage, wie müde ist der SCM? Aber das muss man korrigieren. Wie verunsichert ist der SCDFK Leipzig in der Handball-Bundesliga-Saison 2022-2023? Es will auch nichts mehr reinfallen ins Tor. Christian Zorn heute Schatten seiner selbst. Hier der Neuzugang Matje Klima. In der zweiten Liga alles auseinandergeschossen. Heute mit seinen ersten Minuten der Tscheche. So, hier versucht er noch den Pass zu spielen. Das gelingt, aber die Aktion ist rausgepfiffen. Nee, ist nicht. Tor zählt. War wieder seine Pfeife im Hintergrund zu hören. Ja, das macht er gut, meint die Klima. Und Mattes hat es dann leicht. Übrigens fast 8 Minuten ohne Tor. Bis zum Treffer von Mattes eben. Dafür gibt es dann nicht mal eine Teilnehmerurkunde. So, und jetzt ist der Ball dann endlich mal dran. Er wird ein bisschen vom Harz befreit. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Die Liga hat ein paar Regeländerungen gemacht. Die Zeitspielregelung ist längstens bekannt oder lang nie bekannt. 6 Pässe durften früher mal gespielt werden. Jetzt sind es noch 4, wenn der Arm nach oben geht. Die 2-Minuten-Bestrafung bei Kopftreffern gegen die Torhüter wurde mit reingenommen.
die schnelle Mitte erleichtert, weil sozusagen die Abwurfzone erweitert wurde. Und es wird diskutiert, aus Umweltgründen dann irgendwann das Harz zu verbieten, aufgrund der Rückstände und der umweltschädlichen Produktionsbedingungen. Aber das Thema ist erstmal vom Tisch. Zumindest für die laufende Saison. Zumindest für die höheren Spielklassen. Ja, da war kaum noch Winkel übrig. Und Mike Jensen macht hier wirklich ein bockstarkes Spiel in der zweiten Halbzeit, der Keeper des SCM, der Däne. So, O'Sullivan und Beschiak dürfen wieder für den Angriff pausieren. Und Christiansson und Damgaard kommen zurück. Kleines Geschenk von Damgaard an den Leipziger Keeper, an Mohamed El-Taya. Kleben fest aneinander, Beschiak und Ernst. Eng verbunden durch den klebrigen Ball. So, da wird dann jetzt hier auch der Nachwuchs eingebunden bei so einem hohen Rückstand. Peter Staffan, 19 Jahre jung. Auf der Rechtsaußenposition der Leipziger. Harte Landung für Witzke, aber das ist auch wirklich schwer dagegen, diesen Brocken mit der Nummer 2 in der Mitte gegen Lukas Meister. Ja, es ist bitter für den SCDFK, muss man sagen. Jetzt sind wirklich die Young Guns alle da. Er gehört natürlich auch mit dazu. In der ersten Halbzeit schon ein paar Minuten gehabt. Mika Laurin, Sajenev, 19 Jahre. Peter Staffan, 19 Jahre. Tim Mattes, 23. Das ist natürlich genau richtig, das zu tun. Aber es spricht natürlich auch Bände nach knapp 48 Minuten. Diese Wechsel vorzunehmen, damit noch Spieler Spielpraxis bekommen, die später davon zehren können. Zeigt aber eben auch, dass man in diesem Derby, in diesem Ostduell gegen den SCM hier heute nichts, aber auch gar nichts zu bestellen hat. Witzke hat es oben. Ja, jetzt gibt es nochmal die Zeitstrafe in den Arm gelangt. Zweite Strafe gegen den SCM und unser Nummer 2 Lukas Meister. Lukas Meister kriegt eine Pause, ja, ja, danach gefasst und Witzke gegen Beschiak. Der war nicht Beschiak. War Kai Smits. Ist eine harte Phase jetzt. Insgesamt, was die Großwetterlage betrifft für die Leipziger, als auch im Moment vor 600.000 in der GTEC Arena. Hier eine knappe Viertelstunde vorm Ende eigentlich schon verloren zu haben. Mattes begehrt nochmal auf. Verkürzt auf 8. Klingt ein bisschen albern, ich weiß. Christiansson, Damgaard, Mertens kommt mal vorbei, jetzt der Ball, Saugstrup am Kreis, mit wieder wichtige Sekunden von der Uhr, dieser Einsatz von Christiansson rein in die Abwehr gegen 2, festgemacht, Sekunden laufen weiter. Außerdem stand die Abwehr im Kreis und es gibt den 7 Meter. Kai Smits gegen Mohamed El-Taya. Und da sind wieder 9.
Auch das klappt nicht. Es wäre der Bundesliga-Debüttreffer für Mathieu Klima gewesen, für den SCD RFK Leipzig, aber erstens hat Mike Jensen was dagegen und zweitens danach bei dem Wurf von Luka Witzke auch noch der Pfosten. Für den SCD RFK Leipzig werden die kommenden Wochen sicherlich sehr, 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 sehr stressreif werden, denn dann sind sie gefordert, um zu punkten, um da unten nicht vollends reinzugeraten. Das heißt, sie sind natürlich da unten, aber um da rauszukommen. Konsequent, der größte Mann läuft den Tempo-Gegenstoß, Mika Laurin Sajenev. Kai Smits spielt Rumkreisel mit Mathieu Klima, der dann noch die 2 Minuten sieht, weil er noch mal an Trikot zupft. Das ist wirklich bitter. Doppelte Bestrafung, Gegentor und Zeitstrafe. Hier noch mal, hui, Karussell gefahren. Neun Minuten Handballparty noch für den SCM. 9 Minuten Geisterbahnfahrt für den SCD RFK Leipzig. Andere Spiele, heute auch noch kleiner Ergebnisdienst vielleicht mal. Flensburg hat schon gewonnen gegen Wetzlar. Das ist so die Leipziger Kategorie, 27-22. Die SG Flensburg-Handewitt, also auch in der Spur in der Liga. Die einzige Mannschaft, die den Magdeburgern in dieser Saison ja eine Niederlage beibringen konnte. Mit dem Ex-Magdeburger Mike Machulla an der Seitenlinie. So, El Tayar hat es zurückgeschafft ins Leipziger Tor. Magdeburg bricht das ab. Geht gar nicht ins Risiko bei diesem Angriff. Ist auch nicht nötig. Philipp Weber kommt nochmal gegen seine Ex-Kollegen. Also wirklich großartig, schön anzuschauen. Bisschen Zirkus dann jetzt hier auch noch, aber Mertens stand schon, beziehungsweise hat die Linie beim Abspringen berührt. Und deswegen zielt dieser wunderschöne Treffer nicht. Aber ganz schmuck. Da kommt sie die Zeitlupe hier aus. Was für einer Höhe Philipp Weber sich da reinschraubt oder hochschraubt und dann den Kemper spielt. Die lassen es dann eben auch noch leicht aussehen, die Magdeburger. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte es nicht gedacht, dass es so deutlich wird. Und vielleicht sind sie selbst auch ein bisschen überrascht und die Leipziger sind deprimiert und konsterniert. Aber sie haben es in den ersten 6-7 Minuten der zweiten Halbzeit dahin gehen lassen. Und nochmal, weil ja Wiederholungen Verständlichkeit schaffen. Es ist beeindruckend, wie funktionell, wie sauber, wie hygienisch der SCM diesen Kader zusammengebaut hat, wie sie sich helfen, die Aufgaben übernehmen. Jetzt gerade in der Abwehr Leute wie Beschjak, wie Smits. Jetzt ausgerechnet Smits gerade nicht durch den Rückraum Hammer von Sünnefeld. Aber insgesamt beeindruckend die Variabilität des SCM. Und hier gibt es die nächsten 7 Meter und es gibt die nächste Zeitstrafe. Ja, Viggo Kristiansson. Also das tut mir für den auch ein bisschen leid. Hat bisher wirklich so als einer der wenigen Leipziger in der gesamten Saison an den Seilen gerüttelt, weil es nicht lief. War bester Torschütze nach 8 Spieltagen mit 36 Treffern heute. Hätte auch im Bett bleiben können. Nächster 7 Meter, nächstes Duell. El Tayar im Tor gegen Smits vom Balken. Da ist er zwar dran, der flinke Ägypter, aber auch der Ball findet den Weg in die Maschen.
Das war ein schönes Tor für die Leipziger. Gedeckareda klatscht sich noch mal ein. Gutes Spiel von ihm, gutes Spiel von Mika Laurin Sajenev. Viertes Tor für den jungen Kreisläufer. So, und Kai Smits, der mausert sich hier zum Goalgetter. Lange Zeit so ein paar Schwierigkeiten Fuß zu fassen, auch letztes Jahr. Und jetzt ist nun das Jahr ran, in dem die Doppel- und Dreifachbelastung zugreift beim SCM und schon braucht Bennett Wiegert das Potenzial des Holländers. Ja, Meister. Also den hätte so ziemlich jeder gemacht. Ja, das Risiko muss Leipzig jetzt natürlich eingehen, in Unterzahl da hinten den Torhüter rauszunehmen, aufzufüllen. Aber diese Pässe, das ist dann eben wirklich nichts. Und da kann man nicht mal sagen, das ist zu hoch gewähltes Risiko, sondern das ist einfach nicht präzise genug. Zu leicht zu antizipieren dann auch noch für Beschiak. 30. Tor für den SCM. Ivic auch unglücklich heute. Läuft sich fest. Sie brauchen für die nächsten Wochen Mut und irgendwelche Initialzündungen, Ideen, Impulse. Im Optimalfall kommen die aus der Mannschaft. Schön nochmal reingewackelt da mit dem Stemmwurf. Das war Matthias Klima mit seinem ersten Tor aus dem Feld. Ah, und es ist die nächste 2-Minuten-Strafe. Es ist dann auch undiszipliniert jetzt am Ende. Sie sind zu spät dran, die Leipziger, in den Duellen. Nächste 2-minütige Unterzahl. Müssen das jetzt hier auch nicht spannender machen, als es ist. Das Ding ist natürlich durch, knapp 4 Minuten vor dem Ende. Auch die Magdeburger, auch Philipp Weber mal mit einem leichten Ballverlust. Und die Leipziger können ihren neuen Rückraumspieler dort drüben mit der 13, Matthias Klima, noch ein bisschen einarbeiten für die kommenden Aufgaben. Jetzt ist der Arm oben beim Mitsehen. Ein Pass und Klima gestoppt. Tor ist immer noch frei. Ja, das ist wirklich wie so ein Bad im Bälleparadies für den SCM. Alles läuft, alles geht leicht, alles ist easy. Die Welt ist bunt nach dieser Woche. Und Leipzig ist, das muss man jetzt sagen, für dieses Spiel wirklich genau der richtige, der dankbare Gegner. Und das ist das, was den Leipzigern wirklich zu denken geben sollte. Die freuen sich, feiern ihre Spieler, aber nehmen das eben auch als das, was es in Wirklichkeit ist, nämlich ein Pflichtsieg des deutschen Meisters gegen ein Sorgenkind der aktuellen Saison. Christiansen nochmal mit ein bisschen Nachdruck, sucht aber auch den Abschluss nicht. Sinnbildlich eigentlich. Klima, Christiansen, Ernst. Haben Sie Glück. Freiwurf geschenkt bekommen.
So, nächster Treffer für Matti Klima. Also wichtig, dass der reinfindet in diese Mannschaft. Lovro Jutic beginnt jetzt gerade erst seine Reha, deswegen haben sie ihn schon eine halbe Saison vorher geholt aus der zweiten Liga, den Tschechen. Sie werden ihn brauchen und der SCM holt sich jetzt mal die warme Applausdecke ab für eine unglaublich gute Woche. Aus dem Feinkostregal der dritte erfolgreiche Camper und da kann dem Hocker auch ruhig mal grinsen. Ganz weich der Ball mit so ein bisschen Rückwärtsrotation reingegeben. SCM-Präsident dort in der Mitte, jawohl, juhu, alle happy, alle glücklich. Schönes Tor. Und da freue ich mich sehr, dass Peter Staffan jetzt hier zu seinem ersten Bundesliga-Tor kommt, der 19-Jährige. Staffan, 23. Tor durch die Arme von Mike Jensen. Nochmal das System gelaufen. Ja, zweite Mal Innenpfosten von Darmgard. Wird nicht weiter wehtun. Der SCM dann übrigens auch die Woche gleich wieder gefordert. So, den jetzt auch noch? Nein. Das wäre jetzt auch übertrieben gewesen, Mike Jensen. Dann wären die Leipziger nach Hause gelaufen, wenn er den dritten auch noch kassiert hätte. Also Magdeburg dann in der Champions League gegen Svendborg in Dänemark und dann in der Liga gegen die Rhein-Neckar-Löwen.